Hallo zu Bechti2Go Folge 3, mein Weg mit Morbus Bechterew. Diesmal das Video aus meinem Sommerurlaub 2012 auf einem Segelboot in Holland. Ich war mit Freunden und Bekannten auf dem 18 Meter langen Segelboot Brave Hendrik auf dem Eiselmeer, Wattenmeer und den angrenzenden Kanälen unterwegs. Und das mit meiner, zumindest im Sommer 2012, kaum beweglichen Hüfte und Wirbelsäule. Und ja, es geht immer noch langsam, aber sicher weiter bergauf. Ich war früher öfters mit dabei, wusste also sehr genau, was auf mich zukommt und habe mich auch mit entsprechenden Hilfsmitteln ausgestattet. Natürlich, Schwimmweste, ganz wichtig. Dann eine Hilfsleine, Kletterseil von mir, der Klettergurt, wenn es ganz dick wird. Und natürlich noch Karabiner. Schon alleine auf das Boot zu gelangen, ist für mich eine Herausforderung. Auch wenn wie hier der Abstand zwischen Boot und Steg relativ klein ist und der Höhenunterschied so gut wie gar nicht vorhanden ist. Aber nicht überall ist das so einfach. Sobald das Nachbarboot etwas höher ist oder weiter weg, dann wird es wirklich schwierig. Aber noch lange nicht unlösbar, denn wofür habe ich denn den Klettergurt mitgenommen? Flaschenzüge gibt es mehr als genug an Bord und mit einer weiteren Hilfsleine stehen auf einmal ungeahnte Möglichkeiten offen. Die Videoaufnahmen sind jetzt hier schon vom Rückweg. Ich bin also vorher auch auf selbigen Weg auf das größere Boot rübergekommen. Die Fortbewegung an Bord selbst funktionierte recht gut. Es ist natürlich wesentlich anstrengender als an Land, wegen der ständigen Bewegung. Aber die Umschaltung von der Boden ist fest und bewegt sich nicht zu der Boden ist nicht mehr fest, alles bewegt sich und das eine ganze Woche lang. Das funktionierte recht gut, quasi im Handumdrehen von jetzt auf gleich, hat mich selbst erstaunt und positiv überrascht. Aber in der Woche war noch nie mehr als 4 Windstärken, das heißt, es hat sich relativ in Grenzen gehalten, was die Wackelei anging. Aber dafür war die Sonne umso stärker. Es war sehr, sehr warm und deshalb dachte ich mir, Mensch, warum probierst du nicht auch mal eine Runde schwimmen zu gehen? Ich war vorher 3 Jahre lang nicht schwimmen, also habe ich mich ausgerüstet mit Sicherungsleine, Klettergurt und Schwimmweste und habe den Sprung gewagt. Okay, Achtung. 3, 2, 1. Fühlt sich okay an? Ja. Zu der Frage, war das eigentlich kalt? Ja, natürlich war es kalt. Aber solange man nicht reingesprungen ist, kann man sich die Frage ehrlich gar nicht selbst richtig beantworten. Und wenn man weggesprungen ist vom Boot, spielt es auch keine Rolle mehr. Wir haben uns auch mit dem Schiff trockenfallen lassen. Dazu fährt man bei Hochwasser im Wattenmeer auf eine Stelle, die dann bei Ebbe freiliegt. Dazu mussten wir in die Nacht hinein auf unseren ausgewählten Platz fahren, der vom Tiefgang bei Hochwasser zu unserem Boot passte. Und um 2 Uhr morgens haben wir dann den Anker geworfen. Und am nächsten Morgen lag das Watt bereit zur Eroberung. Wahrscheinlich gehöre ich zu den ganz wenigen Menschen, die mit Klettergurt wattwandern gehen, denn auch hier musste ich natürlich irgendwie wieder an Bord kommen. Auf dieselbe Art und Weise bin ich übrigens auch nach dem Schwimmen wieder an Bord gekommen. Wie im Aufzug, ja, Sebastian. Allerdings, aber ich will da gar nicht so hoch. Alles in allem war das für mich eine unvergesslich schöne Woche. Es war aber natürlich auf der anderen Seite auch sehr anstrengend. Aber ich habe es geschafft. Mit ein bisschen Glück, Mut, dem richtigen Wetter und ganz wichtig, den richtigen Leuten ist vieles möglich. Und in diesem Sinne sage ich, Fortsetzung folgt.